Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr verzeiht die leichte Verspätung. Wir entschuldigen uns dafür. Wir wollen jetzt gleich loslegen mit dem Wort Gottes, mit der Geschichte von Jesus, die wir in den letzten Wochen uns schon angeschaut haben, die wir heute zu Ende studieren wollen in Matthäus Kapitel 16 und den Parallelversen. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich mit einem Gebet starten und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns in deinem Wort die Wahrheiten offenbarst, die ich und die jeder Einzelne von uns persönlich brauchen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist unser Lehrer bist, dass wir unseren Stolz, unser Ich in den Staub legen und dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, dass du unsere Herzen anrührst und dass wir ermutigt werden, ganz fest an deiner Hand zu bleiben und dass wir in unserer Beziehung zu dir wachsen, dass wir dich noch mehr mögen, weil du so gut bist. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. So, schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 16. Wir sind in diesem besonderen Kapitel fast ans Ende angelangt. Das letzte Mal haben wir gesehen, nachdem Jesus ja ein Gespräch mit den Jüngern initiiert hatte. Ihr wisst, er hatte sie gefragt, was halten die Leute von mir? Was glauben die Leute, wer ich bin? Haben sie eine Antwort gegeben, was die Leute so sagen. Und dann hat er sie gefragt, für wen haltet ihr mich? Und dann hat Petrus gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, nicht wahr? Amen. Das hat dir Gott gezeigt. Ja, das ist eine Erkenntnis, die Gott dir gebracht hat. Bleibe dabei, auf diesem Felsen, dieser Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, wird die Gemeinde gebaut werden. Und wir haben aber gesehen, Jesus hatte all das mit seinen Jüngern besprochen, eigentlich aus einem Grund. Was war sein eigentliches Anliegen? Was wollte er ihnen mitteilen? Er wollte sie darauf aufmerksam machen, vorbereiten, dass in weniger als einem Jahr er sterben würde. Das hatten sie bis dahin noch überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen. Und so sagt er jetzt hier, und das haben wir das letzte Mal angeschaut, in Vers 21, zum allerersten Mal seinen Jüngern, ganz deutlich, ohne Metapher, ohne irgendwelche Symbolik, dass sie nach Jerusalem gehen würden, dass er dort leiden würde, dass die Obersten ihn ablehnen würden und dass er sterben würde. Und was ist die Reaktion der Jünger? Wer ist der Erste, der reagiert? Wieder Petrus. Was sagt Petrus? Nein, unter keinen Umständen sollte das passieren. Ja? Und meinte Petrus das Böse? Nein, er meinte das gut. Und wir haben gesehen, das ist ein Beispiel dafür, dass jemand die gegenwärtige Wahrheit verstanden hat, Jesus identifiziert hat, von Gott gelehrt sein kann und trotzdem in einem bestimmten Bereich menschlich denken kann und nicht göttlich. Und damit zu einem Stolperstein wird für den Fortgang des Werkes. Und Jesus hat sehr deutlich reagiert. Wen hat er erkannt hinter den Worten von Petrus? Satan. Und er reagiert mit derselben Antwort, die er auch bei welcher der drei Versuchungen anwendet. Bei welcher der drei Versuchungen sagt er, weiche von mir, Satan. Genau, und das ist die wievielte Versuchung? Die dritte, ganz genau, der dritten Versuchung. Als nämlich der Satan ihn anbietet, die Welt haben zu können ohne Leiden. Könnt ihr euch erinnern? Bei der dritten Versuchung sagt der Satan, du bist gekommen, um die Welt zu erobern. Nimm sie einfach. Du brauchst nicht leiden, du musst nicht hier am Kreuz sterben, du kannst sie einfach so haben, wenn du mich anbetest. Und das war die Versuchung Satans, dass Jesus einen Weg finden könnte ohne Leiden. Und das, was Petrus jetzt in ganz, ich sag mal, dumm, naiv, wie er ist in dem Moment, ihm auch anbietet, ja, oder ihm vorschlägt, gibt es nicht einen Weg ohne Leiden? Mhm. Denn in dieser Geschichte sagt der Heilige Geist, hat die Offenbarung bei meinem Vater. Hier sofort, bitte nach mir.
was uns zeigt, dass wenn wir einmal mit dem Geist erfüllt sind, dass das keine Garantie oder das ist kein Selbstläufer, dass wir sozusagen ab sofort nur noch inspirierte Wahrheiten von uns geben, ja? Sondern wir bleiben bei Gott oder wir entfernen uns auch wieder von ihm, je nachdem, wie wir denken. Und an dieser Stelle, als Petrus also jetzt, und er ist ja nur stellvertretend für die ganzen Jünger, diesen Fehler macht, hat Jesus im Prinzip eigentlich offengelegt, dass, und das haben wir letztes Mal, damit haben wir geendet, dass Petrus noch nicht richtig sieht. Erinnert euch an die Geschichte von dem Mann, der so verschwommen gesehen hat, den Jesus geheilt hat, der aber nur Menschen wie wandelnde Bäume gesehen hat. Und das ist die Situation der Jünger. Sie sehen schon besser als die Pharisäer und die Sadduzäer. Sie sehen, dass Jesus der Messias ist. Sie sehen, dass er der verheißene Christus ist. Damit sind sie schon weitaus weiter als die Obersten des Volkes. Aber sie sind noch längst nicht da, wo sie sein müssen. Sie haben seine Mission noch nicht richtig verstanden. Und wir haben gesehen, nur die Tatsache, dass wir vielleicht die Bibel am allerbesten kennen, besser als andere Kirchen und andere Menschen vielleicht, die scheinbar die besser kennen müssten, nur die Tatsache, dass wir schon Wahrheiten verstehen, die offensichtlich Gott uns beigebracht hat, heißt es noch nicht, dass es nicht noch Dinge gibt, die wir lernen müssen, die äußerst wichtig sind, die uns noch gar nicht in den Sinn gekommen sind. Und jetzt sagt Jesus Folgendes, und das lesen wir mal gemeinsam in Matthäus 16 und dort Vers 24. Und meistens werden diese Verse immer so ein bisschen für sich genommen, aber eigentlich muss man sie im Kontext dieser Geschichte lesen. Wer mag mal Vers 24 lesen? Okay, danke schön. Jesus sagt also, wer mir nachfolgen will, wer also mein Jünger sein möchte, das sagt er zu wem? Zu seinen Jüngern, die schon wie lange mit ihm jetzt zusammen sind, so ungefähr? Also manche mehr als 2 Jahre. Und er sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, und die denken, ja, wir sind doch deine Jünger. Wir haben schon alles aufgegeben, unseren Vaterhaus, nicht wahr? Unseren Beruf, unsere Sicherheit, wir haben alles aufgegeben. Und jetzt sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Jetzt interessant ist, er sagt, wer mir nachfolgen will. Was heißt nachfolgen? Nachfolgen heißt, es so zu tun wie Jesus, oder? Ihm nachfolgen, wohin er auch geht. Wenn also jemand Jesus nachfolgen möchte, in seine Richtung gehen möchte, der muss sich selbst verleugnen. Was sagt das über Jesus? Wenn er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, muss er sich selbst verleugnen. Was sagt das über Jesus? Ja, dass Selbstverleugnung so entscheidend ist auf dem Weg Jesu, dass niemand ihm auf Dauer folgen kann, ohne sich auch selbst verleugnen zu müssen. Selbstverleugnung ist eine Bedingung der Nachfolge Jesu, weil Jesus immer in die Selbstverleugnung geht. Ja, Jesus geht auf seinem Weg immer auch nach dem Prinzip der Selbstverleugnung. Nun hatte Jesus das zum allerersten Mal hier gesagt, dieses Prinzip, wer mir nachkommen will, der verleugne sich und nehme sein Kreuz auf sich. Oder hat er das irgendwann irgendwo schon mal gesagt? Und wenn ich das frage, dann ist natürlich wahrscheinlich die Antwort, ja, er hat es schon mal gesagt. Und zwar gar nicht so viel Wochen oder Monate vorher. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 10 und dort Vers 38. Da finden wir dieselbe Aussage fast wörtlich nochmal. Matthäus 10, Vers 38, da steht nämlich, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Da sieht man also sogar, wie entscheidend das ist. Ja? Er sagt, man kann gar nicht mir nachfolgen. Weiß jemand von euch, in welchem Kontext das hier steht in Matthäus 10, Vers 38? Was ist denn das für eine Rede in Matthäus 10? Ja. Das ist auch ein Teil, ja, also die Priorität, die Jesus hat. Aber was ist so der Inhalt dieser ganzen Rede in Matthäus 10? Genau, das ist die Vorbereitung der Missionare. Die 12 Jünger werden zum ersten Mal auf eine Missionsreise alleine ausgesandt
Und in Matthäus 10 sagt er ihnen, was sie beachten sollen. Das heißt, das hat auch einen entscheidenden Punkt für die Mission. Das heißt, die Jünger hatten das schon mal gehört. Denn die Missionsreise ist ja schon gewesen, oder? Erinnert euch, haben wir schon vor etlichen Monaten studiert. Die Jünger hatten gehört, wer mir nachfolgen will, der soll nehme sein Kreuz auf sich. Aber die haben wahrscheinlich nie gedacht, dass das irgendwie buchstäblich gemeint sein könnte, oder? Jetzt, mit dem, was Jesus ihnen jetzt sagt, ist das, was sie vorher schon gehört haben, erscheint plötzlich in einem neuen Licht. Sie haben vielleicht gedacht, naja, vielleicht ist das irgendwie eine Metapher, dass wir halt auch demütig sein sollen. Jetzt erfahren sie von Jesus, dass er wirklich sterben wird und wirklich leiden wird. Und das, was sie vorher gehört haben in der Missionsausbildung, dass das ganz real ist. Da sieht man manchmal, man kann ein und dieselbe Idee hören in der Bibel und sie wird plötzlich viel lebendiger, viel deutlicher. Ja? Man hat sie vorher nie so wahrgenommen. Nun, die Idee der Selbstverleugnung ist natürlich keine Idee, die Jesus hier erfunden hätte. Schaut mal mit mir in Hebräer Kapitel 11, also ist keine Idee, die erst im Neuen Testament aufkommt. Schaut mal mit mir in Hebräer 11 und dort Vers 24 bis 26. Da wird uns jemand genannt, der dieses Prinzip der Selbstverleugnung verstanden hat. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Dort steht: Durch Glauben weigerte sich wer? Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes was zu erleiden? Bedrängnis. Anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er, und jetzt kommt das entscheidende Wort, da er die was? Die Schmach des Christi. Was ist ein anderes Wort für Schmach? Demütigung, Schande, Leiden, der die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah auf die Belohnung. Also, was war die Motivation von Mose? Zu sagen, ich verzichte auf den Pharao-Titel, ich verzichte auf die mächtigste Position, die Welt zu bieten hat, ich verzichte auf die Reichtümer Ägyptens. Was war seine Motivation? Er schaut auf die himmlische Belohnung. Das Leiden von Jesus war ihm ein größerer Reichtum. Das war ihm wertvoller. Weil er schon verstanden hatte, dass Gott selbst leidet für ihn. Tja. Der Mose hatte durchaus einige Einblicke in den Erlösungsplan. Das Leiden, das der Messias für ihn vollbringt, war ihm so wertvoll, dass er dem folgen wollte. Auch wenn das bedeutete, die Welt buchstäblich hinter sich zu lassen. Nun, Jesus spricht hier nicht nur von Selbstverleugnung, er spricht von dem Kreuz. Der nehme sein Kreuz auf sich. Woran haben, ich meine, wenn man heute Kreuz sagt, dann denken die meisten Menschen an Christentum, oder? Viele haben sogar ein Kreuz vielleicht irgendwie als Schmuckstück um den Hals. Ja? Aber wenn ein Jünger damals zur Zeit von Jesus, also der Petrus, Johannes, Andreas, Nathanael, wenn die das Wort Kreuz gehört haben, woran haben die gedacht? Am Tod, genau, woran haben die noch gedacht? Womit war das Kreuz assoziiert? Schande. Am Kreuz starb ja nicht jeder, oder? Wer starb am Kreuz? Verbrecher. Verbrecher, die kein Recht hatten, die kein Bürgerrecht hatten. Denn selbst wenn man ein Verbrecher war und man hatte das römische Bürgerrecht, konnte man nicht am Kreuz sterben. Also theoretisch nicht. Es gab immer mal Ausnahmen, aber das Kreuz war ein Zeichen der Schande, der Rechtlosigkeit, als Verbrecher angesehen zu werden. Ja? Wir kommen dazu. Und das hat ja einen Grund. Also Jesus sagt, wer mir nachkommen will, verleugne sich
und nehme sein Kreuz auf sich. Er sagt quasi mit seinen Jüngern, schaut mal, und denkt daran, einer der Gründe, warum er ja hier nach Caesarea Philippi geht und warum er sowieso in den letzten Geschichten immer irgendwie das Weite gesucht hat, war ja, dass er bisher noch nie richtig Zeit gehabt hat, mit seinen Jüngern ausführlich zu besprechen, was sie auf der Missionsreise erlebt haben. Ja? Weil immer, egal wo er gewesen ist, in Galiläa plötzlich kam eine große Volksmenge. Ja? Und er nimmt sich also hier die Zeit, um seinen Jüngern etwas genauer zu erklären. Und er sagt mit anderen Worten, schaut mal, als ich euch ausgesandt habe, habe ich euch gesagt, nur wer sein Kreuz auf sich nimmt, kann mein Jünger sein. Und ihr seid losgezogen, habt gepredigt und habt viel Erfolg gehabt. Aber schaut mal, ich habe das buchstäblich gemeint. Ich als euer Meister werde tatsächlich sterben. Ich werde tatsächlich Schande erleben. Und wenn ihr mir nachfolgt, müsst ihr darauf vorbereitet sein. Weil Petrus und die anderen, die waren das noch gar nicht. Nun, schauen wir mal in Markus Kapitel 8, im Parallelbericht. Da können wir noch was lernen über diesen Moment. In Markus 8 und dort Vers 34, da lernen wir jetzt nämlich, wir machen mal lesen, Markus 8, Vers 34. Genau, was ist hier in Markus jetzt noch zusätzlich erwähnt, was wir in Matthäus nicht gelesen haben? Ja, er hat noch mehr Menschen dazugerufen. Ja? Während alles andere, dieses andere Gespräch nur mit den Jüngern waren, ist das, was er hier sagt, jetzt wieder einer größeren Volksmenge auch gesagt. Das ist also nicht nur ein Geheimnis für die absoluten obersten Apostel, das gilt grundsätzlich für jeden, der Jesus nachfolgen will. Und deswegen können wir sehen, also was ich damit deutlich machen will, das war nicht nur für die Jünger gedacht, weil sie die Kreuzigung erleben sollten, sondern jeder, der Jesus nachfolgt, egal ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, wird an diesen Punkt kommen. Selbstverleugnung. Jetzt, du hast schon den Paulus erwähnt, der Paulus schreibt öfter über dieses Thema, das Kreuz auf sich nehmen, oder? Was heißt denn das? Also buchstäblich heißt es ja erst einmal, das Kreuz selbst zu tragen, ja, wie die Verbrecher, die dann zur Kreuzigung gegangen sind. Jesus musste sein Kreuz auch tragen, könnt ihr euch erinnern? Der nehme sein Kreuz auf sich. Aber das ist ja nicht buchstäblich für dich und mich gemeint. Wir werden nicht gekreuzigt von römischen Soldaten. Was heißt das jetzt konkret praktisch für dich und für mich, wenn es heißt, der nehme sein Kreuz auf sich? Ja? Das ist das, was sagt Paulus in Galater 6, 14, von mir aber sei fernlich zu rühmen, nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, dass mir die Welt gekreuzigt ist und ich der. Ganz genau. Jetzt schauen wir uns ein paar Stellen von Paulus mal systematisch an, um das mal gut zu verstehen. Fangen wir mal mit Galater an, mit Römer, Entschuldigung, und dann kommen wir jetzt zu Galater. Fangen wir mal in Römer an und in Römer Kapitel 6 und dort Vers 6. In Römer 6, Vers 6, der Paulus, der wusste, wovon er spricht. Das werden wir jetzt gleich auch noch sehen. In Römer 6 und dort Vers 6 heißt es, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also, jetzt schauen wir uns mal das systematisch an. Was bedeutet es also nach Römer 6, Vers 6, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen? Was bedeutet das? Der alte Mensch soll sterben, oder? Könnt ihr das sehen? War der alte Mensch bei Petrus schon tot? Also er war vom Heiligen Geist erfüllt, als er gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber als er dann gesehen hat, dass sein Meister getötet werden soll, hat er gesagt, nee. Das ist es nicht. Ja, da kam noch der alte Mensch hervor und der kam nicht das letzte Mal hier bei Petrus hervor. Und wir alle kennen den alten Menschen, oder? Wo soll der eigentlich, wenn man Römer 6 anschaut, wo soll der eigentlich getötet werden? Wo wird der eigentlich, der alte Mensch, wo wird der begraben? In Römer 6. In der Taufe, oder? In Vers 3 und 4, da wird die Taufe beschrieben. Also die Taufe
sagt eigentlich, nun, das heißt natürlich nicht, und das wisst ihr, dass mit der Taufe der alte Mensch plötzlich tot ist und nie wieder sich meldet. Die Taufe ist ja eigentlich nur ein äußeres Zeichen, das sagt, ich möchte gern, dass der alte Mensch tot ist. Ich habe erlebt, dass Gott meine Sünden vergibt. Ich habe erlebt, dass der alte Mensch mein Leben ruiniert, deswegen möchte ich, dass er tot ist. Ja? Jetzt, Paulus spricht weiter über dieses Kreuz. Schauen wir mal in Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20, wie das dann jetzt praktisch aussieht. In Galater 2 und dort Vers 20 sagt Paulus, ich bin, wie geht's weiter? Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist ganz interessant. Er sagt nicht, ich bin gekreuzigt. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Es macht einen großen Unterschied, ob ich denke, ich muss leiden, damit Gott Gefallen an mir hat. Das gibt's auch. Es gibt auch solche Leute, die denken, dass sie persönlich sich knechten müssen, dass sie leiden müssen, weil Gott das Gefallen am Leiden hat. Aber das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Ja? Gott will uns nicht leiden sehen. Paulus sagt nicht, ich bin irgendwie geistlich gekreuzigt, damit ich irgendwie meine Sünden sühnen kann oder so. Nein, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Der Fokus ist, ich bin bei Jesus und weil Jesus bereit ist, für andere zu leiden und weil ich so sehr Jesus liebe, bin ich mit Christus gekreuzigt. Und dann sagt er Folgendes, er ist ja nicht wirklich tot, oder? Er sagt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich. Nicht mehr ich selbst. Ich lebe nicht mehr alleine, sondern Christus lebt in mir. Ist Paulus jetzt ein Roboter, der nur noch macht, was Jesus sagt? Nein, er lebt mit Jesus zusammen. Er erklärt es jetzt weiter. Was ich jetzt im Fleisch lebe, er ist ja immer noch im Fleisch, er lebt ja immer noch, er ist immer noch ein Mensch. Wie lebt er jetzt mit Jesus konkret? Was heißt das? Er sagt, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Was sagt er über den Sohn Gottes? Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der ist nämlich am Kreuz für mich gestorben. Und weil der Paulus versteht, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat sich selbst verleugnet, damit ich ewig leben kann. Deswegen ist ihm das Kreuz so wertvoll. Deswegen sagt er, das ist nichts Schlimmes. Also es ist für Jesus etwas ganz Furchtbares gewesen, ja. Aber es ist das, was mir ewiges Leben gibt. Und deswegen möchte ich dort sein, wo Jesus ist. Und Jesus war bereit, für mich sein Leben zu geben. Dann bin ich gerne bereit, auch auf meinen alten Menschen zu verzichten. Auf meine eigenen weltlichen, menschlichen Gedanken. Ja? Dann lebe ich eben jetzt, obwohl ich immer noch lebendig bin, dann lebe ich so, dass ich an Jesus glaube und dann entscheide ich nicht mehr selbst, was ich esse, sondern ich frage Jesus, wie soll ich am besten essen, wann soll ich essen, wie soll ich essen. Ja? Dann entscheide ich nicht mehr selbst, was ich alles trinke, sondern ich frage Jesus, was soll ich trinken, wie soll ich trinken. Dann entscheide ich nicht mehr selbst, was ich anziehe, sondern ich frage Jesus. Dann entscheide ich nicht mehr selbst, was ich mit meinem Leben mache, oder wen ich heirate, oder dies und jenes, sondern ich frage Jesus. Das könnte natürlich bedeuten, dass manche Dinge, die ich selbst gern wollte, ich nicht mehr tue, weil Jesus etwas anderes vorhat. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe mit Jesus. Und ihr seht schon am Beispiel von Petrus, das ist kein entweder so oder so, sondern es ist oft auch ein dazwischen. Denn der Petrus hatte ja schon manches aufgegeben, oder? Er hatte seinen Beruf aufgegeben. Er hatte seine Familie zum Teil seinen Vater verlassen. Und doch waren in seinem Herzen immer noch menschliche Gedanken. Man kann also vielleicht sogar äußerlich oder in vielen äußeren Dingen sich verleugnen, ja? Kein Fleisch mehr essen, ja, ich verleugne mich selbst, ja? Oder ich schaue kein Fernsehen mehr, oder was weiß ich, ja? Und dann sage ich verleugne mich. Aber die Gedanken können immer noch sehr menschlich sein. Man kann äußerlich der frommste aller Adventisten sein. Ja?
und alle Reformen bis auf den Buchstaben durchziehen und trotzdem im Herzen sehr menschlich denken. Und das ist, was Jesus hier ihnen zeigt. Schauen wir noch, und den Vers hast du ja angeführt, aber bevor, lesen wir noch Galater 5, Vers 24. Galater 5 und dort Vers 24. Diese Kreuzigung des eigenen Ichs, die ist leicht gepredigt, das kann ich euch sagen, oder? Die ist leicht gepredigt und leicht ausgesprochen, aber Gott hat ganz viel Mühe, jedenfalls mit mir, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ja? Dass das im Alltag auch immer und immer wieder passiert. Galater 5 und dort Vers 24, die aber Christus angehören. Könnt ihr sehen, es geht immer mit Christus, Beziehung zu Jesus, die mit Jesus leben, die aber Christus angehören, die haben was? Die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Lüsten. Was meint denn der Paulus mit den Leidenschaften und den Lüsten? Was haben die denn da gekreuzigt? Ah, ja, genau. Also gibt es manche Dinge des Fleisches, ja, die in Vers 19 erwähnt werden. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht. Also bei manchen Dingen ist uns das wahrscheinlich sofort offensichtlich. Ja. Jemand, der Jesus angehört, der wird ehebrecherische Gedanken ans Kreuz nageln müssen. Ja. Jemand, der Jesus angehört, der wird Zauberei weglassen müssen. Jemand, der Jesus angehört und sich über eine andere Person ärgert, der wird diesen Ärger ans Kreuz nageln und wird sagen, ich möchte mich nicht ärgern über den anderen. Denn auch das ist eine Leidenschaft, oder? Oder die Selbstsucht oder den Zorn, die Eifersucht, Zwietracht, Parteiungen. Wenn in der Gemeinde vielleicht eine Spaltung entsteht, die einen halten es mit dem, die anderen mit dem, ja, oder wegen verschiedenen Fragen, dann wird der Christus angehört, sagen, meine menschliche Natur neigt dazu, mich auf die Seite zu schlagen und gegen den zu sein. Aber als Christ kann ich das nicht. Und deswegen nehme ich diese Gedanken, diese Leidenschaft und kreuzige sie. Den Neid und wie diese ganzen Dinge heißen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, ihr Lieben. Weil wir manchmal bei dem Fleisch zu sehr nur die äußeren Sünden sehen, ja, die man bemerken kann, die sichtbar sind, ja, die offenen Sünden. Aber Jesus meint hier mehr. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich eben nicht andere Menschen und das, was andere Menschen sagen, nach meinem eigenen Gutdünken bewerte. Das hat der Petrus gemacht. Der Petrus hat Jesus gesehen, hat gehört, was Jesus gesagt hat und hat nach seinem eigenen Gutdünken gesagt, das ist nicht gut. Das war menschlich gedacht. Wenn wir, ohne Gott zu fragen, ohne den Heiligen Geist Menschen bewerten, ihr Tun bewerten, das und jenes in eine Schublade stecken, dann denken wir menschlich, weil wir unser eigenes Urteil für den Maßstab halten. Und Jesus sagt, dann könnt ihr mir nicht nachfolgen, ihr müsst euch selbst verleugnen. Alles, was wir denken, was wir tun, sollte mit Jesus zusammen sein. Ja? Da kommen wir noch zu, ja, kommen wir noch zu, genau, ganz genau, komm, ist sofort. In Galater 6 und dort Vers 14 hast du schon zitiert. Da sagt er nämlich, das ist jetzt interessant, wie diese Kreuzigung geschieht, wie das eigene Ich, wie die eigenen Gedanken, das sind manchmal auch Gefühle, ja, das sind Impulse, die menschlich da sind. Und das ist ganz entscheidend, ihr Lieben. Wer getauft wird, verliert nicht seine Impulse. Wer getauft wird, verliert auch nicht seine Charaktertendenzen. Er verliert auch nicht schlechte Gedanken, sondern das christliche Leben besteht darin, diese zu verleugnen, wenn sie kommen. Das christliche Leben besteht darin, wenn unreine Gedanken kommen, ihnen nicht nachzugehen, sondern sie zu verleugnen. Das christliche Leben besteht darin, dass wenn jemand etwas Böses tut und ich mich darüber ärgere, ich diesen Ärger kreuzige, ihn verleugne.
Daran besteht das christliche Leben. Und er sagt jetzt, wie das möglich ist in Galater 6, Vers 14, weil der natürliche Mensch, ich meine, welcher Mensch, das, ist ja, das Bild ist ja bewusst gewählt, welcher Mensch würde freiwillig sich selbst kreuzigen? Kein Mensch, der bei gesundem Menschenverstand ist, würde sagen, bitte kreuzigt mich. Ja? Das ist also, und so unwahrscheinlich ist es, dass ein Mensch seine eigenen Gedanken und seine eigenen Motive verleugnet. Das macht kein Mensch, es sei denn, das passiert, was hier steht in Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nicht das Kreuz, wo meine Sünden, das ist nicht das Kreuz, wo ich jetzt mein eigenes Fleisch kreuzige, sondern das ist das Kreuz von Golgatha. Dessen soll ich mich rühmen. Paulus sagt nicht, ich rühme mich, weil ich ständig meine Leidenschaften kreuzige. Er sagt nicht, ich rühme mich, weil ich ständig meinen Neid an Gott abgebe. Er sagt, ich rühme mich, weil Jesus für mich gestorben ist. Das Kreuz von Golgatha ist sein Ruhm. Und dann sagt er, durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Wodurch geschieht die Selbstverleugnung? Durch die Nachfolge von Jesus. Es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ich sage, oh, ich muss mich selbst verleugnen. Ich darf nicht an mich selbst denken. Ich muss mich selbst kasteien, ja, und dann irgendwie versuchen, Gott zu gefallen. Oder ob ich sage, Mensch, Jesus ist besser als ich. Jesus hat mich mehr lieb als ich mich selbst. Jesus segnet mich mehr, als ich mich jemals selbst gesegnet habe. Also will ich bei ihm sein und ich schaue so sehr auf ihn, dass ich mich selbst vergesse. Mir gefällt so sehr, was Ellen White über Johannes sagt. Sie sagt über Johannes, er war so sehr auf Jesus fixiert, dass er irgendwann sich selbst aus den Augen verloren hat. Das ist doch toll, oder? Er hat sich selbst aus den Augen verloren. Und das Tolle ist, Jesus hat ihn so sehr gesegnet, dass wir heute noch an Johannes denken. Ja? Johannes ist einer der berühmtesten Menschen aller Zeiten geworden. Ja? Das ist das, was Gott sagt, dass er, wenn wir uns selbst verleugnen, dass er uns erhöhen wird. Er wird unser Ruhm sein, unsere Herrlichkeit. Er wird unser Haupt erheben. Schauen wir noch gemeinsam in Römer 8, Vers 17. Es geht bei dem Kreuz nie darum, dass wir alleine ohne Gott leiden. Niemals. Es geht immer darum, mit Jesus zu sein. Und weil Jesus auch Schande erlebt, wird jeder, der bei Jesus ist, auch Schande erleben. Ja, wenn Sie den, wie Jesus sagt, wenn Sie den Meister Beelzebub genannt haben, wie werden Sie es mit den Nachfolgern machen? In Römer Kapitel 8 und dort Vers 17, da heißt es nämlich in Vers 17, wenn wir aber Erben sind, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich, was, wie geht's weiter? Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also die Selbstverleugnung ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist die Herrlichkeit. Jesus, und da werden wir das nächste Mal ausführlich darüber sprechen, das wird dann noch ein bisschen deutlicher, Jesus spricht ja in diesem Abschnitt nicht nur von der Selbstverleugnung, er spricht dann ein paar Verse weiter von der Herrlichkeit des Sohnes des Menschen. Die Jünger haben immer auf die Herrlichkeit geschaut, oder? Die wollten die Herrlichkeit, die wollten den Messias, der die Römer vertreibt und auf dem Thron David sitzt. Und Jesus sagt, der Weg zur Herrlichkeit führt über die Selbstverleugnung. Und zwar aus dem Grund, weil das Ich im Menschen mit Gott verbunden werden muss. Und das geht nur, wenn das Ich bereit ist, sich an Gott zu wenden und ihm zu glauben. Und der aller Egoismus stirbt. Schauen wir in 1. Petrus, da haben wir den gleichen Gedanken. In 1. Petrus Kapitel 4, genau, 1. Petrus 4, wir lesen erst, bevor wir Vers 13 lesen, lesen wir Vers 1, 1. Petrus Kapitel 4 und dort Vers 1. Da sagt jetzt der Petrus, der ja selbst diese Lektion lernen musste, oder? Der schreibt jetzt Jahrzehnte später, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Das geht also, mir ist das schon so oft so gegangen. Ja?
Wenn man mit Jesus lebt, hat gibt es Phasen, da geht es einem richtig gut. Kennt ihr das? Und da könnte man Bäume ausreißen, ja, und man wird gesegnet und man kann so viel Segen gar nicht verkraften. Und dann denkt man sich, jetzt muss ich mit Gott im Reinen sein. Und dann gibt es Situationen, da kriegt man plötzlich den Wind ab, und zwar ganz frontal. Und da gibt es Probleme, gibt es Schwierigkeiten, man wird ungerecht behandelt und man weiß gar nicht warum. Und dann geht es uns manchmal so wie hier, dass man sagt, das ist irgendwie komisch. Das ist fremdartig. Warum ist das so? Warum passiert mir das? Ja, das ist die große Frage von Hiob gewesen. Und was sagt Petrus? Lasst euch nicht befremden. Das ist nichts Fremdartiges. Unserem Jesus selbst ging es so. Jesus selbst ist ungerecht behandelt worden. Jesus selbst ist mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen. Jesus selbst hat Probleme gehabt. Wenn ihr ihm nachfolgt, gibt es keinen anderen Weg als den Weg, den er selbst gegangen ist. Und deswegen sagt er dann in Vers 12 und 13, ja, Vers 12, jetzt kommt Vers 13, Entschuldigung. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das ist der Punkt jetzt, und der auch bei Hebräer durchkam. Wer mit Jesus leidet, ist auf dem Weg von Jesus. Denn der Weg von Jesus, der hat Dornen gehabt, oder? Wer auf dem Weg von Jesus ist, der wird auch an das Ziel kommen, das Jesus präsentiert. Wer glaubt, mit Jesus zu gehen und er hat nie Schwierigkeiten, der denkt, dass er mit Jesus ist. Aber er ist gar nicht da, wo Jesus ist, denn Jesus selbst hatte Schwierigkeiten. Nicht, dass wir die Schwierigkeiten einladen, oder? Hat Jesus Schwierigkeiten eingeladen? Hat Jesus versucht, mit den Menschen fein zu sein? Nein, er wollte mit allen Freund sein, aber das Wesen der Gerechtigkeit ist es, dass es mit der Sünde in Konflikt kommt. Wenn also jemand gerecht sein möchte, wird er mit der Sünde dieser Welt in Konflikt kommen. Automatisch die Tatsache, dass der Satan gegen uns vorgeht, ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Deswegen sagt Jesus, glückselig seid ihr. Wie sagt er? Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ganz genau. Schauen wir noch in 4. Mose 14 und dort Vers 24, wir sind gleich am Ende angelangt, 4. Mose 14, Vers 24, es heißt ja, der nehme sein Kreuz auf mir und folge mir nach. 4. Mose 14 und dort Vers 24. Da geht es um einen Mann. Es heißt in Vers 24, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Ihr kennt die Geschichte, oder? Das ist hier in Kadesh Barnea. Was ist das Problem? Was ist die Schwierigkeit? Riesen, oder? Riesen, die im Land leben, die unbesiegbar erscheinen. Und jetzt gibt es einige Menschen, die sagen, Probleme sind zu groß. Gott hat uns verlassen. Ja? Er hat sie zwar bis zu diesem Punkt geführt, aber sie glauben nicht, dass er sie durch diese Krise durchträgt. Und was sagen sie? Wir wollen wieder zurück. Zurück in die Sicherheit, zurück nach Ägypten. Was ist mit ihnen passiert? Sind alle in der Wüste gestorben. Und dann gab es den Kaleb. Was hat Kaleb gesagt? Vorwärts, oder? Egal, ob Schwierigkeiten kommen, der Jesus, der mich bis hierhin gebracht hat, der wird mich auch durch die nächsten Schwierigkeiten führen. Ich folge ihm. Was ist mit Kaleb passiert? Er musste noch 40 Jahre durch die Wüste gehen, das stimmt. Aber was ist mit ihm passiert? Er hat das Land gesehen. Er war derjenige, der sein Kreuz auf sich genommen hat und gesagt hat, wir gehen da hinein. Kostet es, was es wolle. Ich will nicht in Frieden in der Wüste leben. Ich will kämpfen, um nach Kanaan zu kommen. Und das ist die Frage, reicht es uns aus, dass wir in der Wüste leben und Frieden haben und uns keiner belangt und wir einfach vor uns hin dümpeln können als Christen? Oder wollen wir kämpfen und nach ins himmlische Kanaan? Vorwärts, ja, gegen die Sünde, gegen den Satan, gegen unser eigenes Ich, kämpfen, täglich das Kreuz auf sich nehmen. Schaut mit mir in Hebräer 13 und dort Vers 13.
Da gibt es interessanten Gedanken. Hebräer 13 und dort Vers 13. Wir haben schon über Paulus, über Mose gesprochen, der die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt. Hebräer 13, Vers 13, dort steht, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Die Idee ist hier, Paulus spricht quasi von dem Volk Israel wie von einem, wie in der Wüste damals, ja, als wären die immer noch in der Wüste. Wer musste vor das Lager? Wer musste aus dem Lager raus? Ja, die Sünder. Und wer musste aus dem Lager raus? Die Aussätzigen, oder? Die Unreinen. Von wem spricht er hier, wenn er sagt, so lasst uns zu ihm hinausgehen? Jesus. Ist Jesus behandelt worden wie ein Aussätziger, wie ein Unreiner, wie ein Sünder, wie ein Verbrecher? Jesus ist sogar außerhalb der Stadt gekreuzigt worden. Und was Paulus jetzt sagt, ist okay. Wenn wir bei Jesus sein wollen, dann müssen wir mit ihm aus dem Lager hinausgehen. Also, wenn Jesus dein Freund ist und das Volk Israel ihn aus dem Lager ausweist als einen Unreinen, dann kannst du dich jetzt entscheiden, entweder im Lager zu bleiben und sagen, naja, ich habe hier aber Freunde und ich habe hier einen guten Job und ich habe das und jenes und oder sagst, ich liebe Jesus so sehr, dann gehe ich halt zur Not mit ihm aus dem Lager. Was heißt es in Offenbarung 14 über die 144.000? Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Und wenn die ganze Welt sagt, der ist unrein, dann sagen die 144.000, aber wir sind bei dem Lamm. Wir stehen bei dem Lamm. Das heißt, die wichtigste Frage ist nicht, was sagt die Mehrheit, auch nicht, was sagt die Minderheit. Die wichtigste Frage ist nicht, was sagt die Wissenschaft oder was sagt die Kultur. Die wichtigste Frage ist, wo ist Jesus? Was würde Jesus jetzt tun? Auch in der Gemeinde, im Freundeskreis, wenn alle in die gleiche Kerbe schlagen, aber Jesus würde sich anders verhalten. Wenn alle schimpfen und kritisieren und wir wissen aber, Jesus würde liebevoll reagieren, und wir haben vielleicht Angst, dass wenn wir so sind wie Jesus, die anderen uns für schwach halten, hauen wir dann trotzdem mit den anderen in die Kerbe und kritisieren andere oder machen wir das, was Jesus tut und tragen die Schmach mit ihm. Wenn wir wissen, Jesus würde bei diesen Sachen nicht mitmachen und die anderen sagen, aber das ist zu extrem, zu fanatisch, folgen wir Jesus? Das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und wir lesen zum Schluss noch in Lukas 9, und das ist der letzte Vers heute, in Lukas 9, den Parallelvers, in Lukas 9 und dort Vers 23. Da heißt es, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Jetzt steht ein Wort, das nur bei Lukas steht, nämlich täglich und folge mir nach. Das ist keine einmalige Sache. Das macht ja gerade die Geschichte mit Petrus deutlich. Als er gesehen hatte, dass das ganze Boot voller Fische war, ja, hat er sein Kreuz auf sich genommen, hat seinen Beruf verlassen, ja, und ist Jesus nachgefolgt. Und als die ganze Menge Jesus verlassen hat, ja, in Johannes 6, und nur noch ganz wenig übrig blieben, da hat er sein Kreuz auf sich genommen und hat gesagt, ich bleibe bei dir, denn du hast Worte des Lebens. Aber jetzt, als Jesus sagt, weißt du, ich werde selbst sterben, da ist ihm das noch nicht geheuer. Und er muss lernen, jeden Tag aufs Neue sich zu entscheiden, bei Jesus zu bleiben und das eigene Denken unter Jesus zu stellen, die eigenen Gefühle unter Jesus zu stellen, die eigene Meinung unter Jesus zu stellen. Und jeder, der denkt, das ist eine einfache Sache, das habe ich mal gemacht, deswegen läuft das von alleine, der hat noch gar nicht angefangen zu kämpfen. Das eigene Ich, sagt Ellen White, das ist der schwerste Kampf gegen das eigene Ich, der je ausgefochten wurde. Aber das Gute ist,
das eigene Ich ist ja nicht stärker als ich. Es kann ja nur so stark sein wie ich. Und deswegen können wir diesen Kampf mit Gottes Hilfe gut gewinnen, wenn wir jeden Tag auf Jesus schauen. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Und jeden Tag, an dem wir unser Leben Gott geben, können wir Sieger sein mit seiner Hilfe. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lass uns wieder knien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du nicht von uns verlangst, dass wir uns selbst kasteien oder irgendwie Freude an der Qual haben. Nein, was du dir wünschst, ist, dass wir dich so sehr lieben, dass selbst Schmach und Schande, selbst Verleugnung und Gefahr und Probleme und Schwierigkeiten und Verfolgung uns nicht abhalten können, bei dir sein zu wollen. Herr, es heißt von denen, die gerettet werden, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und das kann nur bedeuten, dass sie dich mehr geliebt haben. Herr, und ich weiß und jeder Einzelne von uns weiß, dass dieser Kampf real ist. Und dass wir alle mit bestimmten Punkten in unserem Leben mehr mal weniger zu kämpfen haben. Aber wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass genügend Gnade da ist, jeden Tag. Dass wir Tag für Tag unser Ich übergeben können. Dass wir Tag für Tag bereit sind, menschliche Impulse zu kreuzigen, damit wir im Glauben an dich leben. Herr, das bitten wir so sehr, dass du uns das in unserem Leben schenkst und dass wir mit dir so kooperieren dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ja.